Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zum wichtigsten Challenge für Season 26. Dieses Mal wird der Hexendoktor gespielt, das Ganze in einer LOD-Skillung, das bedeutet also ohne aktiven Set-Bono, dafür mit einer zufällig zusammengewürfelten Skillung. Wir haben Krümelchens Halskette dabei, das bedeutet also der Damage, der für uns reinkommt, der sieht schon mal ein bisschen anders aus. Der wichtige Hinweis gleich am Anfang, den Challenge Rift bitte nicht vor dem Season-Start abschließen, weil danach habt ihr keinen Zugriff, oder davor besser gesagt, habt ihr ja keinen Zugriff auf die jeweiligen Materialien und dann wäre das Ganze natürlich ein bisschen umsonst. Ansonsten haben wir hier von der Skillung, wir haben jede Menge Begleiter dabei, wir haben unsere Heimsuchung dabei und natürlich auch noch diverse Leichenspinnen. Wir schauen uns das jetzt gleich mal an. Punkt 1 direkt rein. Wir aktivieren unsere kleine Armee. Der Damage, der reinkommt, der ist natürlich sehr, sehr hoch. Das liegt auch teilweise am Krümelchen. Wenn das ab ist, dann haben wir zwar einen Damage Boost, aber wir kriegen natürlich auch wesentlich mehr Schaden. Deswegen laufen wir hier gleich mal runter und schauen, ob wir hier nicht irgendwo den ersten Schrein finden. Und hier ist schon der erste Schrein. Den nehmen wir direkt mit und biegen beim Schrein ab. Also wir werden den jetzt hier nicht abschließen, deswegen lassen wir Elite stehen, beziehungsweise lassen halt einfach auch die Kugeln stehen, um euch die ersten drei Ebenen zu zeigen, weil das sollte leicht ausreichen, um auf die 100% zu kommen. Das heißt also, wir laufen jetzt hier einfach durch, bis in die Ecke, pushen nach oben. Die ganzen Elite und den ganzen Trash könnt ihr dann einfach später mitnehmen. Das sollte sich zeitmäßig auf jeden Fall einfach ausgehen und vor dem Übergang ist hier noch einmal zwei Elite-Packs. Also mit dem Shieldschrein ist das Ganze natürlich optimal, was einfach daran liegt, dass das Krümelchen jetzt hier mit den 10 Stacks aktiv ist und wir trotzdem normal spielen können. Hier unten war, glaube ich, noch ein Elite-Pack, das snacken wir uns und dann geht es direkt auf die zweite Ebene. Die zweite Ebene ist eher ein bisschen kürzer, das bedeutet, da braucht ihr nicht lange rumsuchen, da gibt es ein Elite-Pack und oben geht es bereits wieder raus. Und dann sind wir schon auf Ebene Nummer 3. Und auf der dritten Ebene könnt ihr dann auch in der Regel diesen Challenge Rift beenden. Also ihr habt es gemerkt, sobald der Shieldschrein abläuft, sind wir auch direkt geprockt, weil der Damage, der halt reinkommt, einfach so extrem hoch ist. So, jetzt machen wir hier das Elite. Dann war vorne auf der rechten Seite, wenn ich mich jetzt hier noch richtig erinnere, war da vorne auf direkt auf der rechten Seite ein Verbindungsschrein. Den wollen wir natürlich auch gleich mitnehmen. Der liefert auch nochmal einiges an extra Damage. Den nutzen wir jetzt hier gleich aus, um auch die ganzen Elite und anderen Mobs zusätzlich zu töten. Also immer ein bisschen darauf achten, wie gesagt, von der Zähigkeit her, das ist leider nicht die beste Skillung, was die Zähigkeit und so angeht. Aber ansonsten denke ich mal, dass es doch gut spielbar ist. Ein Spirit Walk wäre noch ganz nice gewesen, damit man sich einfach unter der Zeit ein bisschen unverwundbar machen hätte können. Ja, das wäre, glaube ich, noch ein ganz praktischer Zusatzeffekt gewesen, vor allem hier. Vor allem hier ist nämlich die gefährliche Ebene, nenne ich es jetzt mal, oder der gefährliche Abschnitt. Weil das Problem, was ihr hier habt, ist, es ist eine sehr hohe Mobdichte und ihr habt alle diese Speerwerfer. Hier ist zwar noch ein Speedschrein, aber die Speerwerfer sind natürlich für die Skillung mit Krümelchen nicht die beste Kombination. Ja, dann töten wir hier nochmal alles in alle Richtungen und dann geht es hier direkt weiter. Also da solltet ihr schauen, es ist circa in der Mitte der dritten Ebene, dass ihr da relativ zügig drüber kommt, vielleicht nur mit zwei, dreimal sterben, damit ihr hier auch nicht zu viel Zeit verliert. Und von dem Progress selbst geht sich das Ganze natürlich wunderbar aus. Und dann laufen wir jetzt, glaube ich, noch zweimal um die Kurven. Und dann sind wir jetzt hier schon Richtung Ausgang des Challenge Rifts. So, vorsichtig, vorsichtig. Immer schön schauen, dass... Ah, Speerwerfer ist echt nicht die beste Kombi, ey, für den Hexer. So, da haben wir mal alles mitgetötet. Wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht die 100% voll machen. Das wäre nämlich nicht so clever. Weil wir wollen ja auch in der Season das Ganze auskosten. Also vor allem, wenn ihr sterbt, müsst ihr vielleicht wieder ganz kurz warten, bis ihr die jeweiligen Begleiter und so wieder aktiv habt. Weil ihr habt gesehen, wir sind aufgestanden und haben gleich direkt wieder
etwas Damage kassiert. So, 15 Sekunden, hier ist der Übergang, also eigentlich, wir sind bei 84%, wenn ihr die Elite und alles mitnehmt, seid ihr hier auf jeden Fall ready to go. Meine Damen und Herren, das war der Challenge Rift. Wie gesagt, nicht vor Season Start machen. Ansonsten denke ich mal, das sollte in ein, zwei Tries gut machbar sein. Ihr könnt das Ganze auch in der Gruppe machen, ist immer ein bisschen einfacher, weil sich der Damage einfach aufteilt. Jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.